Hallo, hier ist Jörg von MyDog 365 und heute geht es um schlafende Hunde. Wie viel schlafen Hunde eigentlich oder wie viel Schlaf brauchen sie eigentlich? Diese Frage taucht nur dann auf, wenn uns irgendwie schon bewusst geworden ist, dass Hunde irgendwie doch länger schlafen als wir Menschen. Und das tun sie auch. Also dieser Tiefschlaf wird wahrscheinlich auch nur so um die circa 8 Stunden sein, so wie wir Menschen das ungefähr brauchen. Aber Hunde dösen und träumen und schlafen so ein bisschen in leichterer Form den ganzen Tag über. So ist es ganz normal, dass ein ausgewachsener Hund 14 bis 18 Stunden wie schlafend da liegt. Was du dabei bedenken solltest, ist, dass das nicht immer alles perfekter Schlaf ist, sondern wie gesagt auch einfach nur dösen, auch mit geschlossenen Augen. Dein Hund braucht auch unbedingt diese Ruhe. Das bedeutet, wenn du jetzt einen Wandertag gemacht hast und den ganzen Tag mit dem Hund durchgelaufen bist, dann braucht dein Hund danach oder nach diesen Wandertagen viel mehr Ruhe als sonst. Die solltest du ihm auch gönnen und du solltest sowieso deinem Hund relativ viel Ruhe gönnen, weil er dann nämlich insgesamt sehr ausgeglichen sein kann. Sollte dir jetzt auffallen, dass dein Hund nicht genügend schläft, dann geht es ihm genauso wie Menschen mit Schlafmangel. Das bedeutet, sie sind gereizt, übermüdet, schlecht gelaunt und können sogar Problemverhalten zeigen. Sind überreizt in bestimmten Situationen und zeigen sogar Aggressionen. Also du solltest unbedingt dafür sorgen, dass dein Hund genügend Schlaf bekommt. Und das machst du, indem du einfach vielleicht auch deinen jungen Hund richtig zur Ruhe zwingst, indem du ihm sagst, so, jetzt wird nicht mehr gespielt. Jetzt wird nicht mehr hier rumgeturnt, jetzt wird es ins Bettchen gegangen. Und dabei kann man den Hund vielleicht unterstützen, indem man ihm vorher ein Deckentraining beigebracht hat und er gelernt hat, auf die Decke zu gehen und zu entspannen. Oder du gibst ihm einfach etwas zum Kauen und Schlecken und Lutschen. Auch das bringt Hunde dazu, die im aufgeregten Level sind, auf dann wieder runterzufahren. Weg keine schlafenden Hunde, ein altes Sprichwort, was ist dahinter zu verstehen? Also natürlich darfst du deinen Hund auch wecken, da ist gar nichts Problematisches dran. Nur wenn Hunde meistens geweckt werden, sind sie erst einmal wahrscheinlich sehr aufgeregt und wachsam, wenn sie sich geweckt fühlen. Und das ist wahrscheinlich der Hintergrund für dieses Sprichwort. Allerdings, wenn du deinen Hund wecken möchtest, weil du jetzt Gassi gehen möchtest oder du einfach losgehen willst, dann mach das behutsam und langsam. Auch wir wollen behutsam geweckt werden und nicht mit einem Schreck aus dem Bett gejagt werden. Denk daran, je jünger dein Hund ist, desto mehr Ruhe braucht er auch. Ein Welpe braucht mal so ganz locker 20 Stunden Schlaf bzw. 4 Stunden innerhalb von 24 Stunden an Aktivität. Das reicht völlig aus und der Rest wird rumgelegen. Das war's für heute. Dein Jörg und schlaf schön. Du möchtest mit uns trainieren? Alle wichtigen Links und Infos findest du unten in der Videobeschreibung. Ja, oder schau dir einfach ein neues Video an. Alfons, da! Da, Alfons!